Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mittelerde Schatten des Krieges. Und wir machen gleich mal die Mission der Sehende Stein. Minas Ithil wird belagert. Finde den Palantir, bevor die Stadt fällt. 1800 EP, 355 Währung. Ich weiß gar nicht, was waren die Währungen in Mittelerde? War das Mithril? Also ich weiß doch, es war Frodos Rüstung. Und auch die von Bilbo. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idre, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Hey da! Wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Ja. Da ist irgendwas Großes. Auf zum Tor! Ich muss das Tor schützen. Verteidige das Tor, okay. Ja. Ich lasse diese Stadt nicht fallen. Dann müssen wir den Palantir erlangen. Es ist der einzige Weg. Okay, ich bin betäubt, dann sehe ich sowas nicht. Achtung. Stirb! Ich werde versuchen mich, obwohl ich weiß nicht, versetze ich mich in die Lage, wenn ich einfach nur alles niedermetze und töten will? Das war erst der Anfang. Es werden weitere kommen. Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Hier entlang! Holla. Oh, da liegt was. Von dort aus können wir die gesamte Unterstadt sehen. Aua. Ich will doch noch haben, was da rumliegt. Hallo? Was ist da jetzt? Ah, Geld. Kann ich an denen eigentlich auch mein Leben auffüllen? Weg. Sag mal, müssen die ja alles vollbomben? Es ist nicht mehr weit. Ja. Weg da. Ein Schleudertroll. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Baranor und ich kommen hier zurecht. Hoffentlich. Talion, wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden. Schaden zu, um sie zu brechen. Schüsse auf den Sprengstoff sollten die Bestie erledigen. Ich will runter. Komm, spring. Ab.
So, beherrschen, reiten, okay. Mal sehen, was dieses Ding kann. Da kommen sie. Eine weitere Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie. Okay. Wir sind hier fertig. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Es ist eine fabelhafte Waffe. Belagerungsbestie zu steigen und sie zu töten. Okay. Wir müssen uns beeilen. Das sollte helfen. Neue Fähigkeit: Schattensprinter. Drücke für einen Doppelsprung beim Sprinten Leertaste, so kannst du weite Abstände überwinden oder im Sprung die Richtung wechseln. Du kannst dies auch nach dem Sprung von deinem Vorsprung einsetzen. Okay. Wo müssen wir hin? Dorthin. Also runterspringen und nochmal eine Seite machen. Okay. Sollte Mina Sitil fallen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Palantir besitzen. Ich hatte an Gondor gedacht. Also noch denken wir wieder an die Stadt. Ich weiß, was hier zu tun ist. Hopp. Komm rüber da. Nein! Ah, das war knapp. Du gehörst mir, Bestie. Sind schier endlos. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. Sowas können die? Ja. So, das dürfte es mit der sein. Gibt es hier noch irgendwo eine? Nein. Achso, wir hatten 79 von 80 Truppen getötet. Sicher folgen. Wir sollten in die Oberstadt zurück, nach Idril und den anderen sehen. Ob es denen noch gut geht? Na. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Ja. Das hat Krieg leider so an sich. Sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht. Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht, dann siegen wir.
Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Ja. Der sehende Stein. Auftrag abgeschlossen. Wieder etwas Geld bekommen. Du setzt viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin sollten wir zu Kankra zurückkehren. Ich brauche Antworten. Neues Gebiet freigeschalten. Die Rückseite der Stadt wahrscheinlich. Auftragsmenü. Klinge der Dunkelheit. Ah, okay. Die vier sind DLC und die hier. Das sind die ganzen Stories, die ich spielen kann. 5% Gesamtfortschritt. So, und dann haben wir hier noch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ihre Visionen können uns helfen. Wir brauchen den Ring. Frostfesten nageln. Wenn du einen Feind in den Fuß triffst, wird er an Ort und Stelle festgenagelt. Ein Reittier wäre auch ganz nett. Was ist das hier? Achso, das war Terrorisieren. Raubvogel. Mächtiger Schuss. Schattenangriff. Na komm. Wir brauchen schon ein Reittier. Wir metzeln eh alles auf unserem Weg nieder. Hier befindet sich woanders. Achso. Ich muss jetzt hier über die Karte wahrscheinlich dahin reisen. Ja, Schnellreise. Stärken und Schwächen, ja, kommen wir noch zu. Haben wir ja gesehen, wir können damit sehen, er ist beschussfest, also... Okay, ich hab's natürlich gleich falsch gemacht. Ich hab mich irgendwo hingestellt und ihn beschossen. Hat natürlich nichts gebracht. Aber was willst du machen? Ich spiele das Spiel jetzt zum ersten Mal. Hinter feindlichen Linien. Die Armee von Kirith Ungol sammeln sich für den letzten Angriff auf Minas Ithil. Kankra hat Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee finden und eliminieren kannst. Kehre zu ihr zurück und zerstöre Saurons Armee von innen heraus. Außenposten. Setze feindliche Außenposten außer Gefecht, um die gegnerische Stärke in deinem Gebiet herabzusetzen. Besiege dazu den Hauptmann, der den Befehl über den jeweiligen Außenposten hat. Okay. Man lernt ja strategische Kriegsführung. 1000 Fuß weit weg. So, ihr geht schon mal alle drauf. Ich muss mir merken, dass ich das mit Steuerung einsammle. Und die Dinger hier weiß ich, kann explodieren. Okay. Ich sollte vielleicht nicht allzu dicht dran stehen dafür. Ah, da ist was Großes.
Du gibst mir schon mal dein Leben. Und dann töte ich dich noch schnell. Ah. So kann ich mit Fokus sprinten, okay. Da liegt noch Geld. Oha. Graug. Graug sind furchteinflößende Bestien, die nur mit anhaltendem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden können. Ich lande bei brüllenden Graugs einen Kopftreffer mit einem aufgeladenen Schuss, um sie zu betäuben. Ja, ich glaube, das hat nicht geholfen. Wow. Aua. Okay, das lief jetzt nicht ganz so gut. Ich mache einen Kopf kürzer. Lauf doch. Jawohl, zu mir. Aua. Das solltest du mit einer Pflanze vollständig blocken. So. Zack. Oh. Bereit von mir wie eine faule Frucht zerquetscht zu werden? Du willst mich zerquetschen? Das wollen wir noch mal sehen. Der hat einen Fall ausgelegt gehabt. Ich bräuchte mal ein bisschen Leben. Das sieht sonst nicht so gut aus. Oh, ja. Ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Das macht mich dann zum Tagtöter. Nein, Tagschlechter. Oh, das klingt ziemlich gut. Tagschlechter. Von nun an nennt man mich den Tagschlechter. Ja. Kacke. Jetzt greift das sogenannte Nemesis-System. Denn Ronk wird jetzt zum Tagschlechter. Fußsoldaten, die dich töten, werden zum Hauptmann befördert und zum Armeemenü hinzugefügt. Um dich an Hauptmännern zu rächen, die dich getötet, verraten oder beschämt haben, kannst du einen Blutrache-Auftrag gegen sie ausführen. Während Blutrache-Aufträgen getötete Orks bringen dir bessere Ausrüstung ein. Genau wie Erzfeind-Aufträge sind Blutrache-Aufträge nur für eine gewisse Zeit aktiv. Läuft der Zähler unter diesem Auftrag ab, verschwindet der Blutrache-Auftrag für immer. Genau wie die Ausrüstung, die du hättest erhalten können. Und er tötet gleich noch einen Hauptmann. Er ist jetzt Level 11.
Das ist nett. Zurück von den Toten. Wenn du getötet wirst, vergeht Zeit und du wirst am nächsten Schnellreisepunkt wiederbelebt. Erzfeindaufträge werden geklärt und die siegreichen Hauptmänner steigen in der Stufe auf. Neue Erzfeindaufträge beginnen mit Leerstellen im Armeemenü. Beginnen und Leerstellen im Armeemenü können aufgefüllt werden. Erzfeindaufträge sind nur für eine gewisse Zeit aktiv. Ja, haben wir ja gelesen. Reinigen war das Ding erstmal. Damit ist dies nun unser Auge. Haben wir hier schon irgendwas? Da. Und dort. Also mehr gibt es hier wahrscheinlich nicht. Nicht von dem Punkt aus. Es ist der Waldläufer. Das mache ich fertig. Nein, das glaube ich nicht. Komm her. Oh. Ja, stimmt, wir können ja auch noch Frost nageln. Zack. Oh, du bleibst schön dort und. So, erstmal drei Gegner weniger. Das ist doch schon mal ganz nett. Ausweichen. Das war. Ich bin ihm auf der Spur. Los, kommt mal hier lang. Ich brauche Munition. Es läuft gerade nicht so gut, wie ich es gern hätte. Hier hinten soll es irgendwo Pfeile geben. Da. Spaß. Gund Eisenhaut. Was kannst du denn? Erzürnt durch Feiglinge, okay. Fallensteller legt Fallen. Stammesbonus Maschinenhaken. Schleudert einen Kettenhaken auf Gegner und zieht sie damit heran. Dabei fügt ihr ihren schweren Schaden zu. Toll. Klassenbonus Armbrust. Achso, Schwächen darf ich gar nicht sehen. Ja. Lass dich gefangen. Lass die den Stecker. Ja, die kann ich kaputt machen. Und komm her. Zack.
Komm, stirb! Nein, du lässt mich in Ruhe. Ach so, die können mich in der Zeit noch angreifen, natürlich. Und ich habe keine Pfeile mehr, auch schön. Komm, sterbt einfach. Ihr seid doch nur kleine Viecher. Zack. So, du gehst jetzt erstmal drauf. Aua. Gut, dass mich der Bogenschütze erwischt hat. Der Waldläufer ist zurück. Um zu retten. Komm schon. Da ist er. Der versteckt sich die ganze Zeit in der Ecke, das ist nervig. So. Der ist schon mal tot. Problem ist, ich muss an den Bogenschützen rankommen. So, und der andere hat es nicht mitbekommen. Der geht jetzt auch drauf. Wegrennen und meucheln. Du hast mich nicht gesehen. Ich könnte doch hier... Und weg. So. Damit wäre das erledigt. Jetzt haben wir hier noch eine Waffe bekommen. Achso, hier oben sehe ich jetzt, welches Schwert ich habe. Ich habe jetzt... Wow. Nee, hier, wir haben ja noch einen neuen Mantel. Schleichen plus 2. Und hier haben wir jetzt noch geschliffenes Juwel des Wohlstands. Okay, kriegen wir mehr Geld. Sehe ich ja, was das ist? Nee. Für 1000 schalten wir was Neues frei. Was gab denn das hier nochmal hier auf die Rüstung? Mehr EP. Auf die Rüstung gibt es mehr EP. Was gibt das Ding auf die Rüstung?
Erhöhter Schaden mit allen Angriffen. Dann setze ich hier das ein. Den Rüstungsslot schalten wir frei. Und setzen dort den ein. Damit machen wir schon mal mehr Schaden. Und hier brauche ich wieder 1000, damit ich einen neuen Platz kriege. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.